Wir machen weiter mit unseren Horrorfilmen und heute zeige ich den Film From Beyond. So, aus dem Jahr 1986. Ich kann halt immer wieder sagen, was für ein hervorragendes Jahr das war. Und bevor wir da ein bisschen nachher darauf eingehen, könnt ihr eigentlich zuerst immer wieder einen Trailer des Films zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Every journey begins in the mind. A flight of imagination. A vision of what might lie across the universe. Catherine, run! Or within the deepest regions of the subconscious. Dr. Edward Pretorius is about to embark on such a journey. It's out of control. You've got to turn it off. Something's coming. What the hell is that? I'm going to kiss you. Oh. Ah. Let it happen, Crawford. Humans are such easy prey. From the makers of Reanimator, From Beyond. Jo, schaut doch schon mal gar nicht so übel aus. So da, wir sind bei From Beyond Steblim, wie gesagt 1986 als Erscheinungsjahr. Regie hat ein Mann gemacht namens Stuart Gordon und wir werden uns nachher nur, wenn wir nachher eben die Darsteller ein bisschen durchgehen und eben auch den Regisseur, werden wir uns nachher nur ein bisschen anschauen, was hat der Mann sonst noch gemacht. Lauflänge hat der Film von 86 Minuten. Es gibt aber auch einige geschnittene Versionen von dem Film, die dauern dann so um die, ja, ich sage mal 80, 81 Minuten. Und wie gesagt, wir haben jetzt da einen Director's Cut, der dauert ca. 86 Minuten und da sind dann halt doch einige Sequenzen und Szenen dabei, die eben in die geschnittenen Fassungen natürlich fehlen. Worum geht es jetzt halt bei dem ganzen Streifen? Anfangen tut die ganze Sache, so wie einige der besten anderen Horrorfilme auch, mit einem Experiment. Normalerweise ist es ein Experiment, das fehlschlägt. In dem Fall ist es ein Experiment, das funktioniert. Und zwar dreht es eigentlich um zwei Hauptpersonen, also die Wissenschaftler. Wir haben auf der einen Seite einen Dr. Edward Pretorius und seinen Assistenten an Crawford Tillinghurst. Und die machen ein Experiment. Und zwar hat der Dr. Pretorius einen Apparat erfunden, mit dem man die menschliche Zirbeldrüse animieren soll. Ganz einfach, was nachher dazu führt, dass man eine erweiterte, vergrößerte, verbesserte Wahrnehmung hat, was wiederum dazu führen soll, dass man ganz einfach viel intensivere Empfindungen haben soll. Das Ganze funktioniert und es funktioniert sogar so gut, dass man durch den Apparat eben Lebewesen aus anderen Dimensionen wahrnehmen kann. Ne? Die sieht man nachher. Und dummerweise funktioniert das aber nicht gerade in eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn die Apparatur eingeschalten ist und die Dimension ganz einfach wahrgenommen wird und die Lebewesen, die darin um und um kreuchen, fleuchen und fliegen, nachher können die im Umdrehen auch die Menschen wahrnehmen. Komischerweise sind die ganzen Lebewesen in der anderen Dimension böse. Das heißt, die attackieren dann die Menschen auch. Das geht relativ schnell. Und so kommt es, dass eins von deinen Lebewesen bei eben am Experiment Dr. Pretorius den Kopf abbeißt. Und
den auf die Art und Weise ganz einfach umbringe. Dummerweise ist der Tillinghurst der Einzige, der noch anwesend ist. Und natürlich glaubt die Polizei das nicht unbedingt, wenn man sagt, okay, ein Lebewesen aus einer anderen Dimension hat meinem Chef einen Kopf abgebissen. Das heißt, die nehmen den zuerst einmal mit und stopfen ihn in eine Anstalt, wo nachher die zuständige Psychologin ganz einfach anschaut und untersucht, um festzustellen, okay, ist der Mann jetzt verhandlungsfähig oder ist er absolut blemblem. So, sollte eigentlich ganz objektiv gesehen klar sein. Die Psychologin ist aber dann doch so neugierig, dass sie zusammen mit dem Tillinghurst und nur einem zugeteilten Polizisten zurück zum Ort des Geschehens geht und das Experiment ganz einfach nachempfinden möchte, also nochmal nachmachen möchte, um herauszufinden, was ist jetzt da wirklich passiert. Und ab dem Zeitpunkt wird die Handlung dann ein bisschen abgedreht, weil das Experiment natürlich wieder funktioniert und sie nachher auf einmal dem verstorben geglaubten Dr. Pretorius gegenüberstehen. So. Wie gesagt, wir haben jetzt da drei Leute dabei, einen Regisseur Stuart Gordon und nachher nur einen Darsteller vom Tillinghurst, das ist der Jeffrey Combs, und eben die Psychologin wird von der Barbara Crampton dargestellt. Und in der Zusammenstellung werden wir die Namen nur des Öfteren hören, nur in, also aus anderen Filmen, die was wir eben kurz ansprechen werden. Und zwar hätten wir da mal als sehr prominentes Beispiel, wo eben der Stuart Gordon Regie geführt hat und der Jeffrey Combs als auch die Barbara Crampton nur dabei waren, waren der Reanimator. Das ist auch ein Film, der so in die Kerbe mit einschlug. An Stuart Gordon, eben als Regisseur, wissen wir ansonsten auch noch aus zum Beispiel dem Film Castle Freak, wo er ebenfalls wieder mit dem Jeffrey Combs zusammengearbeitet hat und auch eben wieder mit der Barbara Crampton. Wir haben dann beispielsweise auch noch als Regisseur von Fortress die Festung von 1993 gehabt. Oder zum Beispiel auch 1998 Progeny Höllenbrut. Der Jeffrey Combs hat jetzt einmal, abgesehen von From Beyond und eben Reanimator, also er hat extrem viel gespielt auch. Er ist auch ziemlich dem Horror- bzw. auch dem fantastischen Genre ziemlich verbunden. Wie gesagt, er war jetzt nicht nur in Reanimator dabei, er hat dann nachher auch noch Fortsetzungen gedreht, war ebenfalls im Castle Freak dabei, bei Fortress die Festung hat er auch eine kleine Rolle gehabt. Er war 1996 in The Frighteners mit dabei. Hat auch sehr viel Serienerfahrung, insbesondere im Star Trek-Universum. Da war er beispielsweise dabei, eben in Deep Space Nine ist er dabei gewesen, oder in einer größeren und wiederkehrenden Rolle ist er auch bei Star Trek Enterprise dabei gewesen, wo er den Andorianer Shran gespielt hat. Das war also in, ich denke mal, so 11 oder 12 Episoden und auch für eine Nebenrolle eigentlich ein relativ tragender Charakter gewesen ist. Die Barbara Crampton, wie gesagt, die ist da auch in dem Gespann, sagen wir mal so ein bisschen dabei, eben auch im Reanimator, war im Castle Freak auch noch mit dabei oder beispielsweise in Puppet Masters von 1989, ist also auch relativ im Horror-Genre mit dabei. Insgesamt muss ich sagen, hat der Film eigentlich für das, was er zeigen möchte, eine relativ gute Lauflänge. Also 86 Minuten sind jetzt nicht sonderlich lang. Dahingehend hat man eigentlich auch keine Längen mit drin oder keine Passagen, in denen eigentlich weiters nichts passiert. Im Gegenzug jetzt zum Beispiel zu Evil Speak, wo wir beim letzten Mal gewesen sind und gesagt haben, okay, für das, was der Film zeigen möchte, ist er eigentlich zu lang geraten. Ist es da nicht der Fall. Also die 86 Minuten vom Director's Cut, muss ich sagen, passen eigentlich ziemlich gut. Und die Darsteller, also
die Barbara Crampton und der Jeffrey Combs, ich muss sagen, die harmonieren eigentlich ziemlich gut miteinander. Also man sieht eigentlich, dass sie ziemlich gut miteinander arbeiten können und ebenfalls, also ich denke mal ganz einfach, dass der Regisseur die Besetzung deswegen so gewählt hat, weil man gut miteinander auskommt und eben das sieht man ganz einfach auch. Ne? Ich finde, sie spielen ihre Rollen auch relativ gut, also glaubwürdig, das passt. Besonders die Crampton, die ja die eine oder andere Erfahrung und Veränderung im Film auch durchmacht, muss ich sagen, ist da eigentlich ganz, ganz gut mit dabei. Für mich wichtig bei so einem Film sind natürlich auch immer die Effekte, sprich Make-up-Effekte, mechatronische Sachen, Modelle und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, ja, der Film ist eigentlich auf einem recht guten Niveau, was die Make-up-Effekte angeht. Muss aber gleichzeitig auch sagen, er ist nicht also ganz an der Spitze vorn mit dabei. Also da gibt es nur den einen oder anderen Vertreter, der was da nachher doch noch mal drüber steht. Da werden wir uns auch noch ein paar Sachen anschauen. Aber es ist sicherlich ein gehobenes Niveau und einige Effekte sind dabei, die sind wirklich ekelhaft. Also da haben sie dann wirklich sehr gut gearbeitet. Aus dem Rahmen außerfliegen leider die optisch einkopierten Effekte. Beispielsweise jetzt halt eben die ganzen Wesen, was da durch die Luft fliegen, die was eigentlich alle einkopiert sind, das passt da eigentlich nicht sonderlich gut dazu und es schaut gar nicht gut aus. Also man sieht da wirklich einen klaren Abfall eben zu den zu die Make-up-Effekten. Die Geschichte selber ist ziemlich interessant und da wird eben auch ziemlich, wie gesagt, prägnant und auf den Punkt erzählt. Für das sagt schon die Lauflänge. Basiert auf einer Kurzgeschichte eben vom H.P. Lovecraft, die ich selber jetzt nicht kenne. Ich kann also leider keine Vergleiche initiieren. Ich habe mir aber durchgelesen, dass es durchaus ein paar Unterschiede gibt. Beispielsweise gibt es in der Originalgeschichte keinen Dr. Pretorius und das macht mehr oder weniger alles der Tillinghurst selber. Das war schon mal etwas. Und die Originalstory spielt beispielsweise auch im Jahr 1920, zu dem Zeitpunkt eben, wo sie gemacht worden ist. Und eben nicht so wie der Film eben, der spielt natürlich in der Gegenwart des Films. From Beyond finde ich einen sehr interessanten Film. Eben auch, weil wir wieder die Zusammenstellung eben vom Regisseur und den Hauptdarstellern haben. Ist jetzt für mich persönlich nicht der beste Film von dem Gespann, aber auch nicht der schlechteste. Also ich muss sagen, generell ist eigentlich kein Film schlecht, in was sie miteinander gemacht haben. Also die passen eigentlich alle. Es gibt gerade natürlich Unterschiede, wie gut sind sie wirklich. Und da muss ich sagen, tingelt der so ein bisschen in der Mitte umeinander. Wie gesagt, es gibt nur einen Ausreißer nach unten, aber eben auch noch einen Ausreißer nach oben. Also da gibt es eigentlich so gesehen gar nichts. Und ansonsten muss ich ganz einfach sagen, ja, insbesondere der Director's Cut lohnt sich da. Ich habe mir auch die andere Fassung angeschaut und es fehlt schon ein bisschen was. Also wenn man sich den Film anschaut, sollte man unbedingt darauf aufpassen oder versuchen, dass man den Director's Cut irgendwie in die Finger kriegt. Da hat man noch mal ein bisschen mehr Spaß dabei und sieht noch mal ein kleines bisschen mehr. Das war es soweit einmal wieder von mir gewesen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet den Film nachher da ein kleines bisschen interessant, so wie generell die ganzen Filme, die was ich da vorstelle. Und vielleicht schaut sich den einen oder anderen ja ganz einfach einmal eben aus Interesse an. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.